Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Beim letzten Mal bin ich hier stehen geblieben, als ich Sachen gemacht habe. Ja, also wieder sammeln, abhaken von Sachen. Orte befreien und grandioserweise noch einiges mehr. Damit mache ich heute auch noch ein Stück weit weiter. Ich muss nur gucken, dass ich halt ziemlich alles auch mitnehme. Und was ich auch noch mache, das muss ich gleich machen, wenn ich dann auf die Karten gucken kann, die Karten weiter abhaken, die ich mit habe. Also sprich, die Schatzkarten. Nehmt die Rahen aus dem Wind. So, Nord, River. 5 und 5. Beide auch bei 2. Okay. Das heißt, das sind 2 bei 2. Warte, und wo bin ich gerade von der Höhe her? 3. Okay. Das müsste irgendwo hier sein. Das heißt, ich komme da bald hin. Weil, wie gesagt, hier 5-2 ist das, ne? Und ist halt in unmittelbarer Nähe da zu dem Punkt. Merkt ihr jetzt wieder, warum ich die manchmal hatte, diese Kletterpartien hier? Genau. Und archivieren, könnte man auch sagen. So. Ich sehe, wie ich da hinkomme. Oder auch nicht. Warte mal, wie komme ich da hin? Ich muss jetzt sagen. Ah, warte, ich glaube, ich habe gerade gesehen. Oder auch nicht. Hä? Ah, okay. Das ist tricky, da muss man auch erstmal drauf kommen. Fünf Truhen, 4 Sammelobjekte. Das wird lustig. Bin ich jetzt hier drin gefangen? Nee, doch nicht. Ich dachte ganz kurz. Aber das wäre es ja jetzt sowieso noch gewesen, ne? Halt! Reviens ici, espèce de crétin! Tu ne nous fileras pas entre les doigts! Ja gut, mach ich das halt so. Ja.
Ah! Ouvrez l'œil. Oh. Okay. Dann wird's doch langsam. Ja. Nein, du sollst. Gotteswillen. Wie gesagt, die Steuerung ist manchmal auch eher ein Hindernis als eine Hilfe in solchen Situationen. Okay, da kommen wir später wahrscheinlich noch hin. Und das haben wir auch grandioserweise mal geplündert. Vor allem, ich mache das auch so kurzerhand nach dem Prinzip, was kann ich eigentlich schon mitnehmen und was noch nicht. Kurz geguckt. Oh, der Großteil ist halt einfach auf dem Weg. Wobei, das ist jetzt hier verwirrend. Gucken wir erstmal hier hoch. Wobei, ich glaube, das Malerei-Ding, das wird sehr eindeutig unten sein. Ja, und da muss ich auch runterhüpfen, ja. Okay, das heißt, ich mache die Säule und ich muss, glaube ich, mal bald mal hier irgendwas auftun, damit hier die Mücken mich nicht mehr nerven. Soll heißen, Kerze anmachen. Und vielleicht mal Fenster zu machen. Ja, das war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Aber wir haben es ja trotzdem irgendwie geschafft, ne? Muss ich dazu sagen. So, bevor ich jetzt hier irgendwie runterspringe, hinunterspringe, hole ich mir, wie gesagt, noch die quasi Höhlenmalerei. Ja. Vermutliche Kiste, die da auch sich mit verbinden lässt. Oder auch nicht. Aber wir kriegen wieder ein Stück Story. Die Himmelsfrau dankte den Tieren. Jetzt kann ich dem Land Geist einhauchen, sagte sie. Dann gebar sie zwei Söhne. Wie gesagt, ich werde das Ganze nochmal etwas in einer saubereren Reihenfolge abspielen, aber dauert halt. So, Meister Harrison, 1749. Wir bedauern, dass ihr nicht in der Lage seid, werdet unser Soyere zu besuchen. Madame de Pompadour wünscht, das Meer zu sehen und König Ludwig der 15. hat unsere schönen Stadt ausgewählt, um ihr den Wunsch zu erfüllen. Zweifellos wird der Besuch die Finanzen der Stadt rütten. Aber Leute wie uns
betrifft das kaum, oder? Ich gehe davon aus, dass euer Großmeister Birch wohlauf ist. Die Geschäfte zwischen unseren beiden Gesellschaften laufen sehr gut seinem Ersuchen. Entsprechend haben wir damit begonnen, unsere kolonialen Unternehmungen auf die Suche nach Vorläuferelementen auszuweiten. Wir haben Kontakt zu Madeleine de Isle in New Orleans hergestellt. Wir stehen außerdem in Gespräch mit unserem spanischen Zeitgenossen, die in diesem Gebiet ebenfalls sehr aktiv sind. Sie vertreten die Ansicht, dass der Weg nach Yucatan über die Karibik gefährlich sei und durch die englische Kolonie sicher sein könne. Dankt bitte Großmeister Birch für seinen aufmerksamen Geschenke und seid beruhigt, dass wir ihn sofort informieren, wenn und falls wir eine Entdeckung machen. Möge euch der Vater des Verstehens leiten. Magdalene Levis-Levavid. Okay, das hatte ich eben falsch gesehen. Ich dachte, man könnte sehen, wie viel da noch ankommt oder reinkommt. Was ich aber mal machen kann, dafür muss ich hier in die Datenbank gucken. Nicht hier rein. Genau, ich muss gucken, nur hier. So, 58%. Das heißt, ich kann auch einfach in die Fortschrittsanzeige, Fortschrittsanzeige. Und da sehen wir Gesamtfortschritt. Sind wir bei 41%. Das heißt, ihr seht ja Nebenquests, Sequenzen, Sammelobjekte und hast du nicht gesehen. Und ich sag mal so, es gibt ja insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 6 Sequenzen. Unvollständige Erinnerungen. Die haben wir aber abgeschlossen, okay. Das sind, glaube ich, so Nebeneinungen, ne? Aber hier sind wir noch dabei, die letzte noch zu machen und dann geht's wieder in die nächste Geschichte rein. Deswegen mache ich das im Moment noch nicht. So, guck mal hier. Jagdherausforderungen haben wir 66. Das ist halt auch im Großbereich, wo wir gerade sind. Ne, da sind einige offene noch. Aber die machen wir. River Valley haben wir von den Sammelobjekten 76%. Das ist sehr schön. Der Nordatlantik ist auch eigentlich gar nicht so schlecht mit den Sammelobjekten, muss ich dazu sagen. So, Tavernen haben wir 70% aus, ne, also ihr seht, das ist auch noch alles im Greifbaren, im Machbaren, ne? Aber gut, da trainieren wir uns weiter durch und deswegen sollte ich auch vielleicht mal weiter hier dran arbeiten, an dem Sammeln. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Da komme ich hin, wenn ich hier gehe. Dafür muss ich da nochmal zurück, ne? Oder? Das ist irgendwo da oben. Ich sehe schon, da ist irgendwie eine Kletterkante. Ah ja, okay. Das ist ja mal grandios, groß grandios. Seht mal an, das hätte ich dann zum Beispiel auch wieder übersehen und wäre einfach weiter und dann, ne? Ah, okay. Okay, so. Dann holen wir uns das. Aber zuvor gucke ich, ob ich mir von hier aus was anderes holen kann. Nein? Okay. Das heißt, da muss ich sowieso irgendwie in die Richtung runter. Aber passt das schon mal von der Orientierung her, der Weg? Und dann kann ich auch alles weitere von dort aus sammeln. Was ist denn das, bitteschön? Ein Affentanz gewesen gerade. So, anderes Schiff ist wieder gerade zurück. Wundert mich allerdings auch nicht, weil wir natürlich auch sehr lange hier immer herumeiern. Yeah.
So, das ist eine relativ gute Stelle gewesen. Ich hasse so steife Kameras. Man kann halt, also hört sich dumm an, aber so eine starre Kamera, wo man einfach nur auf Charakter zeigt, fühlt sich immer so ganz komisch und unwohl an. So, jetzt holen wir uns so die vorletzte und dann die letzte Kiste. Sehr schön. Okay, das ist doch mal eine sehr coole Insel gewesen am Ende. So, wir haben gerade den Abschlussinformation gekriegt. Das heißt, wir können als nächstes hier hin. Ja, und ist auch tutti, weil... Ja. Passt alles. Sehr schön. Handloserweise passt auch die Zeit. Das ist alles auch sehr prima. Oh, wir frieren hier oben inzwischen sogar. So. So, kein großartiges an Bord teleportieren, sondern selber unter Deck gehen. So, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach meinen Flotten. Reparieren. Und wir entsenden die nächsten Schiffe direkt. So, das Coole ist halt, wie ihr seht, wir haben abgeschlossen 6 von 33, also da ist halt auch nicht mehr viel, was dann zu machen gilt, quasi. Achso, keine Schiffe mehr verfügbar. Bis zur Zeit auf einem... Ja, okay. Doch gesperrt. Wir können natürlich ein paar Docks kaufen. Das kostet uns nämlich jetzt nur noch ganz wenig Pfund, also von daher passt das schon rein. Warte, kann ich auch mehrere? 200? Also wenn ich das nächste schon kaufe. Ja, dann springt er einfach da hinten hin, ne? Ja. Gut, dann kaufen wir mal alle Docks auf. Da muss ich mich noch in Seeschlacht beweisen, dass ich mal 2 große Schiffe noch hinzufügen kann. Oder 3. Oder alle. Und dann geht das nämlich auch viel schneller hier, die Nebenmissionsgeschichte hier mit den Schiffen. So, jetzt haben wir alle Docks freigeschaltet. Mission. Weltkarte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Docks frei. Kriegen nochmal 6000 für unser Portemonnaie. Ja, und dann heißt es wohl oder übel, neben der Tatsache, dass wir den Ort da besuchen, gucken, dass wir ein großes Schiff übernehmen. Also eins, was halt von Level her fast schon zu krass ist. Ob ich das alles noch in ein Part schaffe, man muss gucken. Auf rein! Im Druck vom Baum! Ja.
Yep, sehr schön. Halt! Ich würde ganz gerne. Nein, genau zu denen hin. Plus vite! On perd du terrain! Je crois que je peux le toucher. Denn hier die Tür, weil Taverne nehme ich natürlich gerne mit ein. Sehr schön. Ja, ja, ich lasse es diesmal drinnen, Leute, weil ich auch nicht weiß, ob es überhaupt schlimm ist am Ende oder nicht. Wird halt lustig. So, und diesmal mache ich aber keinen Halt. Ich mache einen auf Schnelldurchlauf. So, das ging jetzt ganz flott. Vier Leute, ne? Also, wo ist denn die Tür hin? Da ist die Tür hin. War, glaube ich, sowieso kaum ein Wortverstand, weil ich so schnell und flott das gemacht habe. Wir gucken aber auf jeden Fall, dass wir direkt weitermachen mit dem, was eigentlich mehr oder minder Phase ist. Und dann hole ich mir noch zusätzlich, weil ich gerade hier auf der Ecke bin, das hier ab. So. Danke. Er hat mir gerade somit meine Mission sehr, sehr verleichtert. Ach ja, menschliches Schild, sehr nützliche Option, um halt schnell eine Mission aufzuschießen. So, jetzt geben wir nochmal eine ordentliche Menge an Rohstoffen und können mit den Sammeln direkt weitermachen. So, da muss ich noch mal ganz kurz herausfinden, wie ich damit umgehe. Aber ich habe, glaube ich, schon einen Plan, der sich da nennt vom einfach rüberhüpfen. Ja, okay. Dennoch muss ich auch hier in die Richtung weiter. Ja, ich muss auch gleich die Karten kontrollieren, ich weiß das.
So, machen wir doch mal die erste. Das wäre 574 285. Und die andere ist direkt an einer Bergwand. Die kann man fast nicht verbessern. Aber 285. Wo bin ich denn gerade? Ah, okay. Ich kann erstmal den Shandy holen, weil der Aussichtspunkt ist doch ein bisschen weiter weg. So, den Shandy haben wir. Wir gucken rein und hören rein. Na, also ihr seht ja wieder, ich skippe hier so ein bisschen durch. Ihr könnt dann einfach Pausen, Second Frame machen, also immer Frame by Frame. Und wenn ich dann irgendwie mal zurückspringe, kurz nochmal vorsichtig laufen lasse, weil dann zeige ich das nochmal von der Stelle, wo es noch so, ja, mitgewandert ist, wie es sollte. Okay. So. Falls der Text nicht erkennbar war, sorry nochmal. Ich werde die Texte am Ende nochmal alle versuchen, vereinzelt durchzugehen. Aber ich kann es nicht versprechen. Also, im Endeffekt könnt ihr euch auch eine Liste angucken beim Wiki. Das ist vielleicht einfacher. Es gibt nämlich bestimmt Leute, die sich den Krampf gemacht haben, das alles aufzuschreiben. So. Ja, dann will ich zum Aussichtspunkt jetzt doch mal hingehen. It seems to me there's more clashes between England and France everywhere the empire. Und dann sehe ich ja gleich, was ich noch übersehen habe oder nicht übersehen habe. Ne? Ob das hier schon mal auffällig? Nein. 5-15-2-6. 5-15. Dann will ich doch erstmal da. Und da mache ich den Aussichtspunkt. So, mal gucken, ob ich es dann schaffe, ich überhaupt. Tief. Die Stahlwarte. Meister Achilles. Euer Aquila ist vielleicht das schönste Schiff, das ich je gesehen habe. So ein behendes Ding, wie es wie eine Nadel hin und her huscht. Daneben sieht mein Stahlwart aus wie eine dreibeinige Kuh, ist aber eine
dreibeinige Kuh, die dank eures zeitigen Eingreifens immer noch schwimmt. Ihr habt meine salzige Haut gerettet, doch überdies auch noch meine hervorragende Mannschaft. Ich könnte 10 Vermögen verdienen, die Schuld könnte ich dennoch nie bei euch abtragen. Und so wird es mir in der Tat eine große Ehre sein, dabei zu helfen, eine Schifffahrtsroute zwischen den Kolonien und euren Leuten in Europa aufzubauen. Ich werde die Fahrten sogar persönlich unternehmen, sollte sich dafür die Gelegenheit bieten. Ihr Chevalier de la Ferdinandvoll soll sich mit mir in Verbindung setzen. Wenn er soweit ist, dann machen wir uns umgehend an die Arbeit. Eine Frage bleibt: Seid ihr im so ernst? Ihr seid wie ein alter Mann. Jawohl. Mit freundlichen Grüßen, Robert Faulkner, Halifax. Ja. Cool. So, jetzt kommen wir zu der Stelle. Da ist ein Stein, da sind mehrere Steine. Und irgendwo hier, ich würde mal sagen, hier ist eine auffällige Stelle. Nein. Aber irgendwo hier muss es sein. Fünf 15 26. Ich kann auch nichts erkennen, ja, so. 15. Zwei, sechs. Es ist halt exakt hier irgendwo. Ich bin schon richtig, ne? 5, 15, River Valley. Und minus 2, 6. Warte, minus 2, 6? Ja, ist richtig. 5, 18 bin ich gerade. Ja, ein bisschen willkürlich herumgehen und dann E drücken hilft. Aber so ist die Orientierung ja auch relativ einfach. Ach du Scheibengeister, und schon sind wir bei 34 Minuten. Ja, gut. Dann haben wir das. Jetzt noch hier den Aussichtspunkt auf jeden Fall fokussieren. Und dann geht aber ganz flott. Ach Gott, ich sehe schon wieder, was das für ein Aussichtspunkt ist. So.
So, synchronisieren. Und dann geht es gleich oder bald weiter. Ich muss mal kurz nämlich gucken, wie weit wir gerade sind mit Vorproduktion. Parallel natürlich nochmal kurz geguckt. Hier ist eine Kiste, da ist noch ein Ding, da ist noch ein Ding und dann sind wir hier auch durch mit der Insel. Ja, komm, das quetsche ich alles noch hier in die Folge. Ist zwar etwas unnötig, ich weiß, aber schaden kann es ja auch sowieso nie. So, was wollte ich gerade sagen? Ne, ich gucke gleich, wie viele ich aufgenommen habe. Wenn dann noch eine Folge Luft ist, kann ich noch schnell was machen. Ansonsten müsst ihr da auf die nächste Aufnahmesession quasi warten. I'm afraid I will not make it out alive. These are insane. They want us dead as well. I'd rather fight a land war in Asia. The captain is daft. I'm afraid we will not make it out alive. We sure showed those dogs. Guck mal, schau, was man alles so schnell schaffen kann, ne? Oh Gott, ist das laut. Da war mal so wieder alles leise, ne? Da sehen wir mal, wie stark der Ton auch hier schwanken kann. So, dann haben wir das. Hä? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ja, dann haben wir das. Bumm. Was hast du? Nichts hast du. Hier, bitte. Ich bin das Spiel und sage, dass du es nicht bist. So ein Moment war das gerade wieder. Okay, Versuch Nummer 2. Ah, okay. Jetzt wollte er auf einmal. Gut. Kurz haben wir das markiert, das ist 150 Meter zurückliegend. Das schaffen wir aber auch relativ flott somit. Dann wird das hier wieder der 40-Minuten-Part von der ganzen Aufnahmesession, ne? Ich kriege auch schon wieder Info, dass Kostümprobleme herrschen. Ja, aber okay, das ist halt ein anderes Thema. Schildkröte. Und es fehlen nur noch 7 weitere. Da haben wir das sowieso durch. Von den Höhlenmalereien zumindest. Eine große Schildkröte erschien. Und der Bisam legte ihr die Erde auf den Rücken. Die Schildkröte wuchs. Und die Erde vermehrte sich zu einer großen Insel. Der Mensch nennt sie heute Nordamerika. Ja, die Geschichte der Insel, die halt eine Schildkröte ist. Die Schildkröte, die eine Insel ist, ne? Kennt man ja aus mehreren Sagen und Geschichten aus irgendwelchen Folklore-Geschichten halt an sich, ne? Aber gut. So, den anderen. Warte, ich muss noch mal kurz gucken.
So. Fünf und dann zwei, bitte. Fünf und dann zwei. Fünf, zwei, siebzehn. Und warte mal, fünf, drei. Das ist auch eventuell hier möglich. Okay. Wir sollten mal so 5, 2, 17 im Kopf halten. Wo sind wir gerade? Siebzehn, zwei, siebenundzwanzig. 17, 2, 27. Das wäre hier. Also für mich theoretisch nicht erreichbar gerade. Warte, ist wahrscheinlich auch wieder daran gelegen, was genau New York ist. So. 574-285. 574-285. 574. 87. Ja, gut, das ist irgendwo anders. Das heißt, wir können uns komplett hier drauf fokussieren. Okay. Ja, dann mache ich da ganz flott mich drauf zu. Und das heißt, wir hören uns gleich wieder. Von daher, bis gleich. So. Jetzt sind wir fast da. Ich gehe auch mal den oberen Weg gerade. Ja, war minimal schneller. Warum ich dennoch ins Visier genommen werde, verstehe ich immer noch nicht. Weil eigentlich gehöre ich ja jetzt quasi mehr oder minder zu denen. Aber gut. So, wir haben das abgeschlossen. Ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter so oder so. Und dann mache ich vielleicht auch endlich mal wieder Story, wenn dann im nächsten Part auch schon alles durch sein sollte. Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.